Hallöchen und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil ich bin hier gerade am Neckar irgendwo in der Wildnis. Und ich dachte, ich mache einfach mal so einen Rückblick von meinem Jahr, was mir so alles passiert ist, was ich erlebt habe. Die positiven Sachen, die negativen Sachen. Und ich werde auch mal so ein bisschen über Sachen reden, von denen ihr halt noch nichts wisst. Was mir so passiert ist, vor allem emotional, gefühlstechnisch und was mich so immer wieder runtergezogen hat und alle Geschichten mit meinen ganzen Internetfreundinnen und so weiter. Okay, das Komische ist, hier sind überall Spaziergänger und die schauen mich komisch an. Aber na, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und los geht's. Mein Jahr hat einfach mal normal angefangen, so dass ich halt am 17.01. mein allererstes YouTube-Video hochgeladen habe. Ich habe meinen Kanal schon im Dezember erstellt, aber im Januar habe ich mich dann endlich mal getraut, mein Video hochzuladen und das war das Hashtag AskNiki. Also nach dem Video kann ich euch sagen, ich war so aufgeregt, weil ich wusste nicht, wie meine Umgebung darauf reagiert. Meine Freunde wussten es alle nicht, bis auf zwei, und meine Familie wusste es, sonst wusste es keiner. Und ich wollte das Ganze auch geheim halten, was aber nicht lange angehalten hat. Für mich ist es dann ganz schnell irgendwie weitergegangen. Ich habe dann am 28.01. Benji kennengelernt. Benji TV, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich habe ihn angeschrieben, habe ihn gefragt, ob er Lust hat, ein Video zu drehen. Er hatte zu dem Zeitpunkt knappe 10.000 und ich hatte 300 ungefähr. Und er hat gesagt, ja, lass treffen in Stuttgart und lass ein Video drehen. Und das haben wir dann auch schließlich gemacht. Aber bevor ich mit Benji gedreht habe, habe ich erstmal Lila kennengelernt. Und ja, die hat mich auch auf Instagram angeschrieben. Und dann hatten wir ein bisschen geschrieben und irgendwann halt Handynummern ausgetauscht. Lila war auch die Person, die mir eigentlich alles beigebracht hat, wie ich YouTube-Videos hochlade und so weiter und so fort. Sonst hätte ich das einfach alles nicht geschafft ohne sie. Mit Benji habe ich dann am 5.2. ein Video gedreht in Stuttgart. Da ist Sarah mitgekommen und ein Freund von ihm, Dennis, und sein Bruder Justin. Und dann haben wir da zusammen halt irgendwie so Pranks, Zeugs, Dings da gedreht. War relativ lustig, war aber auch ein relativ großer Fail, weil einfach nicht alles funktioniert hat. Das Problem war dann, sein Handy wurde geklaut und wir konnten das ganze Video nicht hochladen. Also wir haben dann allgemein per Endeffekt nichts zusammen hochgeladen. Und das war dann schon ein bisschen blöd, weil wir waren dann da in Stuttgart so lange. Und es war schon anstrengend, das Ganze zu drehen. Kurz nachdem ich mit Benji gedreht habe, habe ich dann nochmal endlich meine 500 Abonnenten geschafft. Und so am 26.02. Und ich dachte mir so, boah, ich bin die krasseste 500 Abonnenten. Und habe mich richtig gefeiert darauf. Dann ist lange eigentlich nichts passiert. Und am 3.04. habe ich dann Lara und Chiara kennengelernt und ich erzähle euch jetzt einfach mal eine ehrliche Geschichte. Ich und Sarah sind damals in Daniels Stream rein und wollten von denen einfach eigentlich nur Fame haben, wenn ich es mal so sagen kann. Wir haben gesagt, wir gehen in den Stream und reden ein bisschen mit denen und dann kriegen wir vielleicht auch Fans auf YouNow und können vielleicht unsere Reichweite auf YouTube erhöhen. Und das habe ich Lara schon erzählt. Sie hat sich so den Arsch gelacht, weil ja, das ist eigentlich eine echt lustige Geschichte. Und dann war sie da und ich so, mein Gott, bist du hübsch und so. Und dann haben wir uns gegenseitig die ganze Zeit, hübsch du. Und als sie mitbekommen, dass ich YouTube mache, sie, boah, mein Gott, du machst YouTube. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja meine 1000 schon. Ja, dann haben wir geskypt. Also am 3.4. haben wir geskypt. Ich weiß nicht, wann wir YouNow gestreamt haben. Entweder am gleichen Tag oder einen Tag davor. Und ja, da haben wir dann einfach so mitten in der Nacht geskypt, haben einen Nachflash gehabt mit Chiara zusammen. Und das war einfach so lustig. Und das haben wir dann jeden Abend gemacht, meistens so von 22 Uhr bis 3 oder 4 Uhr morgens. Und meine Eltern sind da fast verrückt geworden. Aber das war richtig, richtig cool. Mit Lara hatte ich dann allgemein noch sehr viel erlebt, gefühlisch. Sie hat eigentlich so, sie war dann in dem Zeitpunkt so eine echt gute Freundin von mir. Natürlich Michelle immer noch neben mir gewesen, war immer bei mir. Aber Lara hat mir schon irgendwie zu dem Zeitpunkt echt relativ viel bedeutet, weil sie mir auch echt viel geholfen hat, was Probleme anging. Und wir haben da in der Zeitpunkt auch sehr viel erlebt, was ich nicht erzählen kann, weil es einfach viel zu privat ist, aber das war schon echt krank. Kurz danach hatte ich dann so eine Art Absturz, würde ich es mal sagen. Ich hatte Stress mit Freunden und mit einem Jungen und ja, es hat alles so geendet, dass ich dann irgendwann die megasten Schuldgefühle hatte, nachts nicht mehr schlafen konnte und mich für alles verantwortlich gemacht habe. Oh Gott, meine Schuhe sind voller Dreck. Das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr geschlafen habe nachts, in der Schule immer eingeschlafen bin und nichts mehr essen wollte und das auch irgendwann nicht mehr getan habe. Michelle hat mich in dem Zeitpunkt irgendwie voll aufgebaut und auch Lara und alle anderen Freundinnen, Sarah und so weiter und so fort, und denen bin ich dafür einfach so dankbar. Am 9.4. habe ich dann Dennis und Julian kennengelernt. Ja, das war auch wieder so ein Erlebnis, wo ich sagen würde, das werde ich nie wieder vergessen. Es war echt cool, weil ja,
Dennis war irgendwie so nett und Julian auch. Ich habe dann auch mit Julian geskypt und das ist echt chillig. Und Dennis, mit dem schreibe ich immer noch und wir helfen uns immer gegenseitig, wenn wir Probleme haben. Du bist echt ein guter Freund von mir geworden, Dennis, und ich danke dir einfach dafür. Am 13.05. war es dann endlich soweit. Ich bin zu Michelle geflogen. Nicht, wie aufgeregt ich war. Ich musste meine Eltern erstmal richtig lange überreden, dass ich alleine zu Michelle fliegen kann nach Österreich. Aber daher, dass meine Eltern relativ viel Vertrauen in mich haben und wissen, dass ich sehr erwachsen bin, wenn ich das mal so sagen kann, haben sie es schließlich auch erlaubt und ich bin dann alleine dahin geflogen. Habe auch alles echt gut geschafft und bin dann da auch angekommen und hatte so eine schöne Zeit. Viele haben gesagt, wir haben nur gezockt, aber wir haben eigentlich am Tag so 22 Minuten gezockt oder so. Sah für euch halt nur länger aus. Und ja, ihr habt halt so vieles nicht gesehen, weil ich so vieles nicht gefilmt habe, weil so vieles privat war. Ihr müsst euch vorstellen, ich und Michelle, wir sind zwei kleine Absturzkinder. Ich sag jetzt einfach mal so, wir hatten beide sehr viele Probleme, psychisch und so weiter, und haben uns gegenseitig halt aufgebaut. Also ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich jetzt Michelle nicht hätte. Wir waren beide so zwei Kinder, die Gedanken hatten, die man nicht haben sollte, die nicht gut sind, wenn man diese Gedanken hat. Und ja, irgendwie war das so, dass wir versucht haben, stark zu sein für den anderen. Und das war das, was uns halt geholfen hat, selber stark zu sein und auch die eigenen Probleme so ein bisschen nach unten zu drücken. Und das hat echt so viel gebracht, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, was stehen würde ohne Michelle. Ob ich überhaupt noch hier stände. Und ob Michelle überhaupt noch hier stände, wenn ich, also nicht hier in Österreich stände, wenn ich nicht da gewesen wäre, wenn ich ihr nicht geholfen hätte. Am 13.05. bin ich dann aber auch wieder nach Hause geflogen. Wir sehen uns bald wieder, Michelle. Kommen Sommerferien wieder. Und bis dahin zocken wir jeden Tag. Doch, Michelle. Wir skypen jeden Tag, okay? Oder telefonieren zumindest. Ich brauche noch meine Jacke. Nein. Da war meine Hase. Jetzt ist sie weg. Jetzt geht's nach Hause. Ich war sehr traurig und Michelle auch. Und das war irgendwie so. Ich war danach viel trauriger wie davor, weil ich sie einfach gehen lassen musste. Ich musste sie wieder mit ihrem Problem alleine lassen und konnte sie nicht mehr beschützen. Ich konnte nicht mehr für sie da sein. Und das war so schrecklich für mich, weil ich musste alles von zu Hause zusehen, wie scheiße es ihr geht. Und sie musste natürlich auch alles von zu Hause zusehen, wie scheiße es mir ging. Nachdem ich das Video mit dem Chef veröffentlicht habe, hatten wir so nach ein, zwei Tagen 700 Aufrufe. Und wir dachten so, cool, das kommt echt gut an. Keine Dislikes. Und dann ging es irgendwie ab. Dieses Video ist durchgedreht wie irgendwas. Ich habe plötzlich laufend Abos bekommen, Nachrichten, und das war so ungewohnt für mich, und ich habe mich dann auch echt schnell schlecht gefühlt, wenn ich nicht allen antworten konnte und nicht für alle da sein konnte. Und es war einfach dann so krass, ich habe dann in einem Tag habe ich dann 1000 bis 3000 Abonnenten gemacht, und es war dann wirklich so, wow, okay. Und ich und Michelle haben das Weihnachten einfach total gefeiert, und was viele gedacht haben, dass Michelle eifersüchtig ist, auf gar keinen Fall. Michelle hatte mir das sehr gegönnt, und das ist nicht normal bei Freunden, dass sie sich was gönnen. Okay, bei echten Freunden schon, aber die gibt es halt kaum noch. Aber wie mein Leben halt auch ist, kamen dann halt auch wieder die Tiefen. Am 6.7. ist ein Familienmitglied von mir gestorben, und ab dem Moment war für mich alles vorbei. Ich bin wieder in diese Downphase gekommen, wo ich aufgehört habe zu schlafen, zu essen und
irgendwie habe ich nicht mehr an mich gedacht. Ich habe nur auch gedacht, den anderen, für die anderen da zu sein und habe mich da halt damit selber so vollends ausgeschossen. Ich habe versucht, vor anderen Leuten nicht zu weinen, um für dich stark zu sein und habe dann jeden Abend immer im Bett geweint wie so eine Irre, alleine und habe das halt niemandem erzählt. Es muss aber auch irgendwann wieder nach oben gehen und ich sollte dann, habe ich mir gedacht, auch wirklich weiter mal mit meinen Videos, weil ich war auf einem guten Weg. Und dann habe ich nochmal, oh Gott, ich ist überall Dreck. Und dann habe ich auch nochmal mit Benji geschrieben und wir haben gesagt, wir drehen nochmal. Und es war dann auch am 7.8. war es dann soweit, ich habe mit Benji gedreht und ich war dann bei Benji zu Hause. Das Problem war, ich sag's euch offen und ehrlich, Benji hat mich teilweise, würde ich mal sagen, verarscht und hat bis zum 5. September das Video herausgezogen. Er hat zu mir gesagt, damals, als wir gedreht haben, schaffst du das innerhalb eines Tages zu schneiden? Ich so, ja, komm, ich setze mich heute Nacht dran und schneide das. Ich hatte es so gut wie fertig und dann haben wir es immer herausgezogen, halt einen Monat lang. Und ich habe halt immer nachgefragt und er hat sich halt nie gemeldet, was ich extrem scheiße von ihm fand. Gegen Ende habe ich ihm gesagt, ja, melde dich bei mir, wenn du es fertig hast. Und ich melde mich nicht mehr. Seitdem nie wieder eine Antwort von dir, Benji. Ich danke dir dafür. Ja, Benji, und ab diesem Moment habe ich mir gedacht, alle YouTuber können mich mal am Arsch lecken. Ich mache nur was mit Freunden, weil du hast mich damit sehr verletzt und ich habe mich sehr verarscht von dir gefühlt, was das Ganze sollte. Ja, das war einfach so das erste Mal, dass ich mit jemandem eine Kooperation gemacht habe. Und er verarscht mich. Super, danke schön dafür. Da, dass mein Leben dann so scheiße war, ich hatte eigentlich nur noch so, ja, schlechte Gedanken, weil so viel halt nicht Gutes passiert ist. Ich habe sehr viele Freunde verloren. Viele Freunde haben mich nur fertig gemacht wegen YouTube und sie gehen raus an die Fake Friends. Dann habe ich gedacht, das muss ich was an mir ändern. Ich möchte nicht mehr die sein. Ich möchte jemand anders sein. Oder besser gesagt, ich möchte neu anfangen. Und zu dem Neuanfang habe ich mich am 10.8. entschlossen und habe mir da einfach mal meine Haare abgeschnitten. 20 cm waren weg. Vielleicht war es für viele von euch jetzt nicht so eine große Veränderung. Aber für mich war es innerlich eine sehr, sehr starke Veränderung. Weil damit sind einfach so, habe ich meine alten Lasten abgeschnitten. Oder abschneiden lassen. Ich war echt glücklich und vor allem, ich hatte so positives Feedback und das hat mich einfach noch viel, viel stärker gemacht und hat mir dann gezeigt, es war die richtige Entscheidung, mit all dem abzuschließen. Am 21.09. ging es dann in den Urlaub für mich und da hat sich sehr viel verändert, denn ich habe im Urlaub viel nachgedacht. Teilweise zu viel, glaube ich. Ich habe versucht, alles, was mir passiert ist, ins Positive zu ziehen. Ich habe mir gedacht, hey, das musste alles so sein, dass jemand gestorben ist, musste so sein, dass ich verletzt wurde, musste so sein. Und nach dem Urlaub habe ich mich dadurch auch viel besser gefühlt, was alles einfach anging. Und ich hatte mehr Lebensmotivation, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich sitze hier gerade in Ägypten und mache mir so eine scheiße Gedanken und andere sterben gerade. Und habe mich dann noch ein bisschen irgendwie fertig gemacht, dass ich so dumm war und mir irgendwie so Vorwürfe gemacht haben und ich habe mir aber dabei schon wieder Vorwürfe gemacht, also richtig crazy. Am 29.08. sind wir wieder nach Hause gegangen vom Urlaub und da hatte ich dann richtig viel Lebensmotivation. Ich war glücklich, meine Pickel waren aus dem Gesicht weg, ich war so motiviert. Hat sich natürlich alles irgendwie schnell wieder geändert, als ich dann zu Hause war. Gewohnte Umgebung, Fake Friends, all das, was mich irgendwie so ein bisschen runtergezogen hat. Aber naja, mit YouTube ist es immer wieder nach oben gegangen und das hat mich glücklich gemacht. Am 14.09. habe ich dann Luca kennengelernt, auch ein YouTuber. Er hat mich auch angeschrieben, haben ein bisschen geschrieben und irgendwann haben wir auch halt Nummern ausgetauscht. Am 5.10. hat dann Luca ein Fantreffen gemacht in Stuttgart und ich und Sarah haben gesagt, hey, lass da hingehen. Wir hatten voll Bock, einfach mal zu kommen, zu gucken, wie viele bei ihm so kommen. Und da haben wir dann auch eine Freundin von ihm kennengelernt, Fiona. Und ich wusste am Anfang nicht, was ich von ihr halten soll, bin ich ehrlich. Ich dachte mir so, okay, was ist das für eine? Das ist ein typisches Mädchenlaber halt, ne? Am 30.10. bin ich dann zu Lila nach München gegangen. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Ich durfte wieder alleine irgendwo hin und zwar halt zu Lila mit dem Zug und die Sache ist, ich bin jetzt so blöd, selbst ein Ticket zu kaufen von da, wo ich wohne, bis nach Stuttgart, also in die Stadt. Deswegen war das schon so, irgendwie so, wie schaffe ich das, weil ich das mit dem Umsteigen nie irgendwie selber geregelt habe. Das hat auch Sarah gemacht und das war noch so eine Herausforderung für mich und was mir halt echt gefallen hat, weil ich liebe Herausforderungen. Bei Lila war ich dann vom 30.10. bis zum 2.11. Das war eine echt coole Zeit. Ich habe Lila genauer kennengelernt. Wir hatten echt schöne Gespräche und
ich habe auch allgemein viel noch gelernt, was andere Sachen angeht, was Süder Boys angeht, was Familie angeht und so weiter und so fort, habe ich echt viel mitgenommen und auch was das angeht mit dem ganzen Gold trinken und alles andere Zeug, was halt auch noch so auf so Feiern abgeht, würde ich jetzt mal sagen. Am 20.11. war es dann endlich soweit, die Creative Video Days waren da und das ist jetzt nicht so mit Community oder so, sondern da wird einem nur beigebracht, wie du deinen Kanal verbessern kannst und du lernst andere YouTuber aus Stuttgart kennen und das fand ich einfach so geil und da durften halt Leute ab 1000 Abos hin, also die, wo wirklich dabei sind mit YouTube und nicht einfach gleich wieder aufhören könnten und es war halt echt gut, andere zu treffen. Da waren auch Leute mit 250.000 oder so, aber ich bin erst gar nicht zu denen hin, weil ich nicht so kommen wollte wie ich will Fame, ich will dein Abo zurück. Stil näher. Ich bin einfach so bei den Leuten geblieben, die ich gekannt habe, weil da kam auch Luca und Fiona und Sarah war bei mir dabei. Benji war auch da. Und ich habe aber auch andere Leute kennengelernt, zum Beispiel Carol, also ja, Carol Black. Er hat jetzt seinen Kanal nicht mehr. Er ist wieder bei dem Fußballkanal, kümmert er sich jetzt wieder drum. Aber bei dem, der war der einzigste bei den Creator Days, wo ich mir gedacht habe, der ist real, der Typ. Der ist nicht fake. So wie diese anderen, die wo wirklich in den Augen siehst du, ich will Abos, ich will Klicks, ich will Geld. Und bei dem hast du gesehen, hey, es ist mir scheißegal. Leute, er hat einfach so seinen Kanal gelöscht. Das muss ich mir mal vorstellen. Der so, ja, wurde Zeit, hat seinen Kanal gelöscht. Das könnte ich nicht. Und er hatte, glaube ich, 25.000 oder so zu dem Zeitpunkt. Und das ist echt, finde ich, ein Schritt, den nicht jeder sich traut. Ich habe auch noch mit anderen YouTubern geredet, zum Beispiel mit Nadja Romano. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Mit ihr habe ich dann auch ein bisschen Bilder gemacht oder Musical.ly. Sie war mit Nathan da, also Kekse TV. Und dann habe ich auch Mary kennengelernt. Mary Meets oder so. Ich weiß den YouTube-Kanal nicht genau. Mit ihr habe ich dann auch geredet wegen einer Kooperation. Ich habe dazu, kommt aber Fiona an den Creator Video Days viel besser kennengelernt und hatte nicht mehr diese Einstellung, was ist die denn? Sondern ich dachte mir, Mann, ist die geil. Die waren so cool und auch mega korrekt. Am 11.12. habe ich dann das Video hochgeladen, was ich mit 14 gelernt habe. Und das Video war für mich so ein Schritt in die richtige Richtung. Auch durch Kommentare, dass ich sehr arrogant bin und so, habe ich sehr viel drüber nachgedacht und mir ist irgendwann einfach klar geworden, dass es ein großer Unterschied zwischen arrogant und selbstbewusst ist. Selbstbewusstes Auftreten erscheint manchen Leuten sehr arrogant manchmal, aber arrogant ist was ganz anderes wie selbstbewusst und das müsst ihr vielleicht mal lernen zu unterscheiden. Ein wichtiges Thema, was in meinem Alter jetzt dazugekommen ist mit 14, ist Alkohol und Rauchen und Party machen und Jungs klären. Immer mehr Freunde von mir gehen raus, trinken Alkohol, rauchen, machen sich die Typen klar und wenn ich mal so dabei war und das Ganze miterlebt habe, war ich kurz davor, sowas auch zu tun und hab mich dann aber noch geweigert und dann dachte ich abends so im Bett so, wieso wolltest du das tun? Das ist so eine Scheiße, fang damit nicht an. Hör auf, du musst nicht trinken, um cool zu sein, du musst nicht rauchen. Weil ich habe in dem Video alles gesagt, was ich so allgemein gelernt habe und was ich euch eigentlich hier schon mal so nur ausführlicher jetzt nochmal erklärt habe und was mir alles so passiert ist und was mich dazu bewegt hat, dass ich das gelernt habe. Und euer Feedback dazu war halt krass. Ich wurde danach von euch sehr oft angeschrieben, was euch so passiert ist, dass ihr euch ritzt, dass ihr Selbstmordgedanken habt. Und das hat mir einfach gezeigt, was für eine Vorbildfunktion ich für euch habe, wie ich nicht immer erfülle. Vor allem wie vielen anderen Leuten es schlecht geht wegen anderen Menschen. Und das hat mich sehr angekotzt und ich wollte darüber jetzt ein Video machen. Aber ich dachte, ich kann ja kein Video machen, wo ich mich auskotze. Aber wenn ihr darauf Bock habt, dass ich ein Video habe, wo ich mich mal komplett über Fake Friends auskotze, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Nach dem Video ging es mir echt viel besser und ich hatte echt viel Motivation und vor allem noch mehr so Real Talk Sachen zu machen, wie zum Beispiel The Power of Make-up. Das ist auch mega gut bei euch angekommen, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht erst reden. Am 28.12. habe ich dann mich mit Mary getroffen, ich bin zu ihr gefahren, wir haben zusammen ein Video gedreht und es ist am 8. Januar online gekommen, also ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen. Es war mega cool, ich wurde so offen begrüßt und wir hatten so viel Spaß, man hat nicht alles gesehen, weil wir nicht alles aufgenommen hatten, wie viel Spaß wir hatten. Wir haben nach dem Drehen noch eine Pizza bestellt und dann bin ich gegangen und ich habe noch nie sowas Herzliches erlebt. Es hat mir gezeigt, dass nicht alle YouTuber scheiße sind. Ich möchte euch aber noch sagen, tut jetzt bitte niemanden haten, wenn ich euch, ich habe euch ja jetzt ein bisschen erzählt, was mit Benji passiert ist und tut ihn jetzt bitte nicht dafür haten, tut niemanden anderen irgendwie haten, falls ihr irgendwas rausgehört habt, was euch irgendwie nervt. Ich wollte euch einfach nur damit sagen, wieso bestimmte Sachen einfach nicht passiert sind, wieso es wie mit Benji nie online gekommen ist oder wieso allgemein sehr vieles in meinem Leben sehr komisch war, wieso ich komische Snaps gepostet habe, wieso ich plötzlich unaktiv war, wieso ich plötzlich weg war oder irgendwie sowas. Ich wollte
euch damit einfach mal aufklären. Das ist einfach mein Jahr gewesen. Ich habe in diesem Jahr so viel geschafft. Ich habe dieses Jahr 50.000 Abonnenten geschafft. In einem Jahr. Das müsst ihr euch mal reinziehen. In einem Jahr 50.000 Abonnenten. Und die Sache ist, es hat ja alles... Erst bevor ich zu Michelle gegangen bin, hatte ich 900. Und nach Michelle... Das ist dann in die Höhe gegangen bis zu 25.000 und dann kam immer wieder das nächste und es ist immer höher. Jetzt stehe ich bei knappen 61.000 zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe und ich denke mir nur so, wow, 61.000. Ich habe mich schon wie die krasseste gefühlt, als ich 500 hatte. Bisschen peinlich vielleicht, aber hey. Ich will euch einfach nur Danke dafür sagen, dass ihr mich damit so unterstützt und dass ihr auch relativ aktiver seid. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, was ich jetzt habe, auch wenn ich schon oft drüber nachgedacht habe, einfach alles hinzuschmeißen, weil es nicht einfach ist, ein YouTuber-Leben, sag ich mal, zu führen, weil, wie viele es vielleicht von euch wissen, schneide ich oft bis nachts um 5 oder 6 am Wochenende, freitags und samstags und kümmere mich die ganze Zeit freitags, Samstag und Sonntag ums Video und am Montag geht wieder Schule los und dann muss ich mich immer noch ums Video irgendwie kümmern zwischendurch und natürlich euch überall antworten und das ist einfach mega stressig. Viele Leute schätzen es nicht, was ich echt schade finde. Ein paar Leute gibt es wirklich, die sagen, ey, man sieht, wie viel Arbeit da drin steckt. Ey, man sieht, dass du das einfach nur machst, weil du Spaß hast. Und das ist, finde ich, das Wichtigste. Ich bin einfach so krass dankbar, was dieses Jahr alles passiert ist, wie viel ich verloren habe, aber auch wie viel ich bekommen habe. Das hat mir echt viel Sachen klar gemacht. Gegen Ende des Jahres wurde ich wieder heftig verletzt. Dankeschön. Aber naja, man lernt aus allen Fehlern. Das ist gut so und ich habe auch echt viel gelernt, wie viele Leute nur auf Fame aus sind. Aber es kommen halt immer mehr Leute und mit denen kann ich dann irgendwie nicht über normale Dinge mehr reden. Die sprechen mich nur auf YouTube an und sagen nur so, hey, ist ja richtig krass, wie krass bei dir läuft. Wie schaffst du das? Oder, hey, du kannst mich doch mal bestimmt auf deinem Instagram-Bild markieren oder so. Und ich denke mir so, halt dein Maul, ganz bestimmt nicht. Nicht, wenn du mich dazu drängst. Ich mache sowas, wenn freiwillig, wenn ich jemanden push. Einfach mal nochmal ein Riesendanke an die Leute, die mich verletzt haben und durch die ich jetzt einfach stärker geworden bin. Und ich weiß jetzt, was ich will und wie ich mich zu verhalten habe gegenüber bestimmten Leuten. Das möchte ich auch noch kurz anmerken. Das zeigt bei vielen mein arrogantes Verhalten. Liegt daran, weil ich mich nicht mehr so schnell auf Leute einlasse. Ich unterhalte mich nämlich mit jedem, weil es viel zu viele Menschen gibt, die mich nur verletzen wollen und die mich nur ausnutzen wollen. Und in letzter Zeit rieche ich das schon fast. Es passiert viel zu oft, dass ich sowas rieche. Am Ende will ich noch sagen, Leute, berühmt sein ist nicht alles. Im Internet viel Abonnenten zu haben ist nicht alles. Es gibt viel, viel wichtigere Dinge. Und ich habe mich damals gefragt, als ich 200 Abonnenten hatte, also gerade angefangen hatte, habe ich mich gefragt, bevor ich mich mit Benji getroffen habe, wie der sich fühlt mit seinen 9.000, knappen 10.000 Abonnenten, wenn er morgens aufwacht. Und ich bin jetzt bei über 60.000 Abonnenten und ich kann euch eins sagen, es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes, außer dass du weißt, ich muss abliefern. Und das ist halt so ein kleiner Stress immer. Ich muss abliefern, ich muss Videos bringen und ich muss meine Zuschauer unterhalten können. Aber du spürst nicht, dass jemand hinter dir steht. Also ich würde das jetzt nicht so sagen, dass ich sage, ich stehe morgens auf und ich weiß, es stehen 60.000 Leute hinter mir und halten zu mir und mögen mich. Das spürt man nicht. Du bist einfach immer noch ein normaler Mensch für die Leute, die sich immer fragen, wie das Leben eines YouTubers ist. Es ist nichts anderes. Das war's jetzt mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit oben in das Display reingeguckt habe, aber als ich draußen war, sind meine Hände fast abgefroren. Meine Kamera ist die ganze Zeit nach unten gesunken. Da entschuldige ich mich dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss und einen schönen Tag. Und denkt dran, Fame ist nicht alles im Leben.